Machen heute einige altgediente und nach wie vor aktive Fans der SG Wattenscheid 09. Drei davon sind heute hier. Ich möchte jetzt auf die Bühne bitten unseren Fanbeauftragten Mike Dröge. Come on, mein Freund. Und mit einem riesen Applaus bitte. Schönen guten Abend, dann kommt der Gogo zu uns, David Goralski. Und last but not least, der größte, auch anatomisch gesehen in der Runde, Maurice Pilun. Mucki, herzlich willkommen hier. Ja, ist einmal auf fürs Kamerabild. Es geht von groß und dick bis nach klein und dünn in einer Reihe runter. Heute sind wir gut choreografisch angeordnet, choreografisch. Da bringe ich gleich den Mucki mal ins Spiel. Ihr habt euch richtig schön was einfallen lassen in den letzten beiden Heimspielen. Ihr habt eine schöne Aufstiegschoreo gemacht. Ihr habt auch in Aalen ein wunderschönes Transparent gehabt mit dem Aufstiegsexpress. Wie viel Arbeit steckt dahinter? Kannst du das mal eben so kurz erklären? Ja, also die Aalen-Aktion, die war jetzt nicht so aufwendig, war ja noch im relativ kleinen Rahmen. Das ging dann innerhalb von zwei Abenden, dass wir da die Sachen aus Folie ausgeschnitten haben und aufgeklebt haben. Genauso jetzt wie Aktion zu den Heimspielen. Das hielt sich alles noch im Rahmen, die Luftballons eine halbe Stunde vorher aufgeblasen. Was kostet sowas, so die Transparente zu malen und das Material zu besorgen? Und wie viele Leute wirken daran mit jetzt hier in Wattenscheid in den letzten Wochen? Ja, also mitgewirkt haben jetzt so bei den Aktionen rund 15 Leute und Aufwand, also über die Saison gesehen, wenn ich jetzt denke, was wir da investiert haben, das ist schon mittlerer bis hoher dreistelliger Bereich gewesen. Ja, aber das kommt dann durch Spenden und ich glaube, die 019 hat jetzt auch so einen kleinen Merchandising-Apparat am Laufen, da kommt hoffentlich dann einiges wieder rein, auch für die Zukunft. Genau, also das läuft über Mitgliedsbeiträge, die jeder zahlen muss. Und dann haben wir ja, wie gesagt, seit kurzem auf dem Stand, wo wir ein paar Sachen verkaufen. Und darüber finanzieren sich dann halt solche Aktionen. Ja, die Wattenscheider Fans sind nach wie vor da, nach einer kleinen Durststrecke, die sich sportlich in den letzten Jahren dargestellt hat. Was hat das für dich jetzt bedeutet, nach Jahren der Dürre durch die 5. und 6. Liga gehen zu müssen, jetzt wieder diesen großen Schlag mit der Mannschaft erreicht zu haben und wieder ein bisschen am Profifußball schnuppern zu dürfen? Was bedeutet dir das persönlich jetzt? Sehr viel, vor allem, da man ja vor 3 Jahren damit überhaupt nicht rechnen konnte, wo wir in die Verbandsliga abgestiegen sind. Da ging es für mich eigentlich nur um Klassenerhalt und dass es jetzt wieder sowas entstehen würde und dass wir jetzt wieder die letzte Saison gegen Bergisch Gladbach halt vor über 4000 Leuten spielen. Das ist schon der helle Wahnsinn. Wenn man da die Verbandsliga-Saison sieht, wo dann teilweise sich am Ende nicht zu gegen heute verloren haben. Das ist richtig. Und uns steht einiges Schönes bevor in der kommenden Spielzeit, wenn so Mannschaften wie Rot-Weiß Essen, wie Rot-Weiß Oberhausen, wie Alemannia Aachen auf uns warten. Freuen wir uns alle drauf. Die nächste Frage geht an den Gogo. Herzlich willkommen. Ganz herzlich willkommen dir, denn du bist hier für die Gestaltung dieser Chronik zum ganz großen Teil auch mitverantwortlich. Denn dafür mal einen riesen Beifall. Unserer Faktenlage nach hast du nicht weniger als 152 Trikots zur Verfügung gestellt, die ausgestellt sind. Korrigiere mich, wenn ich mit dieser Zahl falsch liege, aber das ist schon eine Zahl, die wirklich geschichtsträchtig und rekordverdächtig ist. Wie viel Überwindung kostet dich das, dich temporär von diesen Teilen zu trennen? Ja, fangen wir mal an. Erstmal finde ich sehr gut, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, die Dinger wirklich mal zu zählen. Hab ich so gefühlt, würde ich sagen, vor 2, 3 Jahren das letzte Mal gemacht. Da war ich nur irgendwie so bei 140. Ja. Ja, aber jede Saison gibt normalerweise auch ein neues Trikot. Ja. Halb und auswärts. nö, so die Trennung ist im Moment, ehrlich gesagt, so gefühlt gar nicht so schlimm. Okay, ich sag mal so, beim Heimspiel kriegt man dann schon mal so dieses Gefühl, Mist, ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Du kannst ja mal eben freitags hier vorbeikommen und dir was ausleihen. Gegen einen kleinen, gegen eine Unterschrift lässt sich da was machen. Ist ja von daher kein Problem, da wir eine sehr gute Fanfreundschaft mit dem Queen's Park Football Club haben. Ja. Kann man ja auch gelegentlich mal was von anziehen. Richtig, da auch die Farbgebung da die gleiche ist. Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen, auf dieses internationale Fanbündnis zu den
Leuten von Queen's Park. Ja, hier ist einiges ausgestellt von dir. Ich habe letztens mal dieses Trikot hier mit den Rosen angezogen. Da passt dich genauso gut rein wie in einen Neopren-Tauchanzug. Hast du das auch schon mal angehabt? Es gab den Versuch, aber hat dein Körper sich gegen gewehrt? Nein, aber ich bin nicht so skrupellos wie du und versuche Nähte zum Platzen zu bringen. Es ist mir gelungen, da nicht eine einzige Naht platzen zu lassen, auch wenn mein Körperbau eigentlich was anderes vermuten lässt. Ja, und nachdem du es dann ausgezogen hast, hast du wieder ausgeatmet. Und dann habe ich es dem Orti gegeben und dann war alles. Seitdem ist es aber schön geweitet, also jetzt passt du vielleicht. Ja, vielleicht passe ich jetzt rein, wo ihr mit eurem wundenlösen Körper euch daran getätigt habt. Schauen wir mal. Ja, Mike, herzlich willkommen auch du in der Runde als Fettbeauftragter der SG Wattenscheid 09. Seit wann bist du eigentlich in dieser Funktion? Das sind auch schon viele, viele Jahre, ne? Ja, das sind schon etliche Jahre, die ich da jetzt mittlerweile auf dem Buckel habe. Fing ja irgendwann mal an mit der Gründung einer Fanabteilung. Da waren wir, glaube ich, damals gerade in die Regionalliga abgestiegen. Also ist schon etliche Jahre her und dann hat sich das halt alles so mehr oder weniger entwickelt, dass mein Vorgänger irgendwann mal gesagt hat, es reicht für mich und dann bin ich da dementsprechend in die Rolle geschlüpft und fülle diese seit dementsprechend ein paar Jährchen schon aus. Wie viel Enthusiasmus hast du da eigentlich einbringen können, also mit der Mannschaft so nach und nach bergab ging? Die Fans wurden weniger. Hat man in der 6. Liga eigentlich sowas wie einen Fanbeauftragten gebraucht oder wie hast du deine Rolle wahrgenommen? Klar, ist natürlich, der Zuschauerzuspruch ist natürlich in der 1. Liga und auch in der 2. und 3. Eminent weniger, halt, das ist natürlich ganz klar. Und demzufolge hat man da jetzt auch nicht mehr so viele Aufgaben zu bewältigen. Also die Hauptintention dieser Fanabteilung war damals immer, Bindeglied zwischen dem Verein und den Fans zu sein. Aber sowas erübrigt sich dann irgendwo immer im Laufe der Zeit, wenn es weiter bergab geht, sodass jeder halt auch den Kontakt immer mit den Verantwortlichen auch selber halten kann. Das ist auch gut so. Da muss jetzt auch nicht immer einer zwischenstehen, nur wenn es jetzt halt, wie es jetzt auch Gott sei Dank wieder aussieht, dass die Massenbilanz Weidestadion strömt, wie jetzt zum Beispiel am vergangenen Mittwoch gegen Dornberg, als der Aufstieg klar gemacht worden ist, dann wachsen natürlich auch wieder die Aufgaben zu Hause, das ist natürlich auch klar. Auf der anderen Seite richtet sich die ganze Aktion dann jetzt so einer Fanabteilung auch mehr immer Richtung Auswärtsgeschichte, dass man da organisierte Fahrten hinbekommt, dass man da einen Ansprechpartner im Stadion hat. Wenn ich jetzt an Aalen denke, war schon wieder ein ganz netter Großkampftag, den wir da hatten. Dementsprechend erstmal da die Ansprechperson zu finden, mit einer Arbeitskarte ausgestattet zu werden und dass man da auch dementsprechend unten vorm Zaun halt auch mal so kleinere Dinge regeln kann, dass jetzt nicht gerade jeder auf dem Zaun sitzt oder sonstige Fauseleien im Ohr hat oder so. Ja, in der kommenden Saison in der Regionalliga kommen dann mal wieder ganz andere Aufgaben auf uns zu. Richtig große Spiele, richtig packende Derbys und auch Zuschauerkulissen, von denen wir in den letzten Jahren nur träumen konnten. Gegen Uerdingen, gegen Rot-Weiß Essen, gegen Rot-Weiß Oberhausen, gegen Fortuna Köln. Und welchen ehemaligen Bundesligisten haben wir noch dabei? Alemannia Aachen, einen hatte ich vergessen, genau. Und wenn alles ganz mies läuft, kommt noch der MSV Duisburg dazu. Dann haben wir mit der SG Wattenscheid 09 inklusive 7 ehemalige Bundesligisten in der Regionalliga West. Das ist A, zuschauermäßig sehr, sehr attraktiv, sportlich mit Sicherheit auch. Ich als Fan habe mich in den letzten Jahren, auch wenn es mir sehr schwer gefallen ist, mich an die 5. oder 6-Klassigkeit zu gewöhnen, aber ich habe die Freiräume, die ich bei Auswärtsspielen habe, sehr genossen. Man konnte sich frei bewegen, man konnte einmal um den Platz rumlaufen, man konnte sich eine Bratwurst holen, man konnte sich ein Bier holen. Das ist alles ein Privileg, das in der Regionalliga nicht mehr gegeben sein wird. Kannst du ungefähr mal anreißen, was für Veränderungen auf die Fans in der kommenden Saison zukommen? Kannst du das schon abschätzen, so ein Stück weit? Natürlich, das haben wir natürlich alles in den Jahren davor, als wir halt sehr weit unterklassig gespielt haben, natürlich alles schon miterlebt, dass wir da halt Stadien wieder vor der Brust haben, jetzt keine Sportplätze, sondern halt Georg-Melchior-Stadion oder den neuen Aachener Tivoli, der natürlich ganz anders ausgestattet ist als so ein Dorfplatz, da machen wir uns auch nichts vor. Jetzt komme ich nochmal drauf zurück auf die Geschichte in Aalen. Da haben es sicherlich auch einige von uns mitbekommen, wie es dann abgehen kann, wenn jetzt zunächst, ich muss dazu sagen, dass wir auch im Vorfeld immer nur eine Einschätzung geben können, wie viel
Fans von unserer Seite aus mitkommen. Also da haben wir schon immer Kontakt zu den auswärtigen Vereinen. Und wenn man dann sieht, dass der erste Block voll ist und wir dann eben dementsprechend, ich habe da mit dem Osti ganz gut harmoniert dann letzten Sonntag in Aalen, dass wir da erstmal hinkriegen, so einen Auswärtsblock offen zu machen und so, das war natürlich auch schon mal so eine Geschichte, dass man da auch so ein bisschen ein Stück weit kämpfen muss, um die, um unsere Sachen da auch so ein bisschen durchzubringen. Gut, das ist jetzt so eine Sache, die jetzt nicht unbedingt auch in den großen Stadien vorkommt, weil da eigentlich genug Platz sein sollte für uns. Aber nichtsdestotrotz, natürlich haben wir auch mehr Sicherheitsauflagen. Das fing jetzt im Loheide-Stadion schon an, dass oben jetzt nicht mal die Autos parken dürfen. Die müssen jetzt vorne auf den Parkplatz. Viele haben im Vorfeld immer da geparkt, das wird jetzt mehr oder weniger wegfallen. Und natürlich geht auch die Sicherheit und gerade auch in der Regionalliga jetzt bei den Gegnern Rot-Weiß Essen, Oberhausen, du hast ja gerade alle aufgezählt, die steht dann natürlich für die Stadt und für den Verein natürlich im Vordergrund. Und demzufolge müssen wir uns da halt auch hin und wieder mal fügen, wenn halt jetzt mehr Ordnungsdienst sowohl bei den Heim- als auch bei den Auswärtsspielen uns dann empfangen. Ja, in der Regionalliga geht es mit Sicherheit viel professioneller zu als in der Oberliga. In der Oberliga haben wir zuletzt in den letzten Wochen zweimal bei Auswärtsspielen richtig blöde Situationen erlebt. Einmal, du hast es angesprochen, in Aalen, als der erste Gästeblock voll war und dann um die Öffnung des zweiten Teilbereichs gekämpft werden musste. Ein paar Wochen vorher gab es in Gütersloh diese skurrile Situation, dass es bei sehr, sehr frühlingshaften Temperaturen im Gästeblock nicht zu essen gab, nicht zu trinken gab. Es gab nur ein paar Dixi-Klos, wo sich auch vom weiblichen Geschlecht wohl kaum jemand drauf traut. Wie kann sowas passieren? Wenn eine Mannschaft wie die SG Wattenscheid 9 kommt, ist eigentlich Großkampftag. Da sollte man doch drauf eingestellt sein. Was ist da schiefgelaufen so im Nachgang? Kannst du das erklären? Davon sind wir natürlich auch ausgegangen, dass so eine Geschichte eigentlich überhaupt gar nicht passieren darf. Ich sag mal, wir haben jetzt aufgrund des sportlichen Erfolges Gott sei Dank auch wieder genügend Fans immer auswärts mit dabei. Und dementsprechend sollte, gut, ich sag jetzt sollte, aber ist auch so, der gastgebende Verein auch ein bisschen darauf vorbereitet sein. Wenn ich da zum Stadion hinkomme und das erste höre, wir haben einen krankheitsbedingten Ausfall, wir können kein Catering anbieten, dann schüttle ich in der ersten Linie erstmal nur mit dem Kopf und kann das nicht verstehen, dass da womöglich nur eine Person für den Wurst- und Getränkeverkauf da anscheinend zuständig war. Ist eine Geschichte, die so auch nicht nachvollziehbar ist. Ich sag mal, viele Fans gehen ins Stadion, wollen sich das Spiel angucken, essen gerne eine Wurst, trinken Bier oder ein Wasser oder was weiß ich und wollen einen ganz netten Nachmittag haben. Wenn sowas passiert, ist natürlich Katastrophe vorprogrammiert. Der Erste hat erstmal den Pizzaflitzer angerufen. Da kursieren wirklich legendäre Bilder im Internet. Ja, da wurde tatsächlich ein Pizzataxi zum Stadion bestellt. Die geht zu uns. Jetzt hat der Pizzaflitzer da auch noch eine Pizza vergessen. Aber das war, sag ich mal, eine ganz lustige Geschichte am Rande. Dann haben wir uns natürlich da mit den Verantwortlichen in Gütersloh ein bisschen kurz geschlossen. Es gab dann durch den Zaun mal so ein bisschen Getränkeverkauf, was natürlich jetzt auch nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein war. Dann wurde uns zugesagt, eingetroffen, dass wir dann 30 Würstchen auf Kosten des FC Gütersloh kostenlos erhalten würden. Die kamen dann auch in so einer Kiste mit ein paar Scheiben Toast. Die habe ich dann da an die als erstes da waren, verteilt und das sind halt so Sachen. Und ich habe nichts abgekriegt, ist ja Frechheit. Aber ich saß auf Tribüne, ich war bestens versorgt. Ja, super, wenigstens einer. Und von daher, das sind halt so Sachen, die wir jetzt in Zukunft, hoffe ich, nicht mehr erleben werden, sondern dass wir, wenn wir irgendwo begrüßt werden, auch ordentlich empfangen werden und so sollten wir uns dann auch benehmen und verhalten und dann mache ich mir für die Zukunft auch keine Sorgen. Ja. Mit wie vielen Zuschauern rechnest du so, wenn wir jetzt nach Aachen fahren oder nach Essen? Was können wir da so generieren? Da wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen explodieren, oder? Da werden wahrscheinlich viele Alte, die lange nicht mehr dabei waren, noch mal angelockt, oder? Schön wär's. So stellen wir uns das vor. Mittwoch gegen Dornberg erlebt, dass endlich mal wieder die 2000er Marke zu Hause geknackt worden ist. Und das ist natürlich eine Zahl, die sollten wir versuchen, auch irgendwo in der Regionalliga zu halten. Wichtig wäre, also in meinen Augen, dass wir vielleicht erstmal mit so einem schönen, fetten Heimspiel starten. Essen, Aachen, Uerdingen, keine Ahnung, das wäre natürlich ein richtiger Brüller. Dann haben wir die Bude, glaube ich, mal gut voll. Und wenn wir dann da sportlich, wovon ich auch ausgehe, ordentlich abschließen bei dem ersten Spiel, dann denke ich mir auch, kann in Wattenscheid nur wieder sowas wie eine Euphorie entfacht werden. Da bin ich fest von überzeugt. Und dann
kann man auch davon ausgehen, dass vielleicht auch mal mehr als 500 regelmäßig mit auswärts fahren. Was viele sich wünschen, ist natürlich auch ein Eröffnungsspiel mit Wattenscheider Beteiligung, am besten an der Loheide, das dann auch live im DSF, also bei Sport1 übertragen wird. Ich erinnere mich, zu Beginn dieser Saison war das schon mal der Fall zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiß Essen, und Frank Konten, die sagte mir letzte Woche, da waren 13.000 im Niederrheinstadion. Das ist eine Zahl, gegen die wir jetzt nicht unbedingt anstinken können, auch gegen Rot-Weiß Essen nicht, aber das wäre durchaus schon eine prächtige Geschichte, die wir gerne hier hätten. Ne? Ja klar, logisch. Also wir nehmen ja auch jede Präsenz, ob es Internet, ob Fernseh oder sonstige Presse ist, nehmen wir natürlich immer gerne wahr, ist natürlich ganz klar. Und umso positiver diese Presse dann ausfällt und desto mehr Leute ins Stadion kommen, desto mehr Stimmung ist, umso besser ist es für das Umfeld, für die komplette Stadt. Und dann, sagte ich gerade schon, dann kann man auch wieder einiges hier an Leuten mobilisieren, ganz klar. Mhm.